Ich wünsche auch einen schönen guten Abend und freue mich sehr, dass wir heute wieder beisammen sind, um über die Gesundheit etwas Wichtiges zu hören, zu lernen und auch etwas aus meinem reichen Erfahrungsschatz weiterzugeben oder weitergeben zu können. Und heute ist ja das Thema Entschlacken mit Kräutern. Und ich habe eben vor 8 Jahren den Kräuterpädagogen gemacht und schon viele Jahre vorher mich mit Kräuter beschäftigt. Und so ist auch im Entschlacken mit Kräutern das also ein wichtiges Thema. Entschlacken ist jetzt zurzeit ein Modetrend geworden. Viele Jahre hat man das eigentlich aus den Augen verloren. Und Fastenreinigen, Entschlacken ist so eigentlich das komplexe Thema und ich fasse eben einfach nur einen Teil heraus und will auch ein bisschen erklären, was das mit den Entschlacken auf sich hat. Von der Schulmedizin ist das ja eigentlich verpönt und wird nicht akzeptiert, aber es reicht also weit in die Naturmedizin zurück, dass über Schlacken schon vor über 100 Jahren also einiges sehr Wertvolles bekannt war. Und heute hat man das jetzt wieder aufgefasst und vor allem durch die vielen Zivilisationskrankheiten sind wir eben auch dazu gekommen, uns mit diesen Themen näher zu beschäftigen. Und ja, es geht auch um ein neues Bewusstsein für unseren Körper, es geht um Gesundheit, es geht um einen neuen Lebensstil, von dem wir gestern ja auch schon gehört haben und wie man eben auch die Kräuter beim Entschlacken einsetzen kann. Ja, deshalb stellen wir uns gleich als erstes die Frage, was sind jetzt Schlacken? Wir kennen also diesen Ausdruck aus der Industrie, ne? Da gibt es eben Verbrennungsrückstände. Und wie ist das jetzt in unserem Körper? Wir können also jetzt als erstes einmal feststellen, dass in einem gesunden Körper gibt es keine Schlacken. Das ist einmal ein klares Fakt. Ne? Aber Schlacken an und für sich sind eben Stoffwechselrückstände, die der Körper nicht ausscheiden kann. Und auch neutralisierte Säuren, die im Körper bleiben. Und es sind eigentlich unnütze Stoffe, es sind Stoffe, die der Körper eben normalerweise über die Ausscheidungsorgane ausscheidet, die wir dann am Donnerstag besprechen werden. Morgen ist der Darm, aber am Donnerstag haben wir dann alle 7 Ausscheidungsorgane und da gehört auch die Haut dazu, die Lunge und auch die Nieren, auch das Blut spielt eine Rolle und auch die Lymphe. Und so wollen wir uns heute also damit beschäftigen, was eben auch Schlacken sind, was sie bewirken, was da im Körper geschieht und warum die sich eben ablagern und was da die Folgen dann sind. Und es ist ja ganz interessant, dass ein Baby schlackenfrei ist, vor allem also ein Fötus. Ein Ungeborenes ist schlackenfrei. Quick, lebendig, hochelastisch. Es ist noch ein großer Schatz eben an Mineralien und Spurenelementen vorhanden. Und in diesem jungen Körper strömen die Körpersäfte ungestört und die Mineralstoffdepots sind voll. Also das wäre der Zustand eines Ungeborenen und es wäre auch der Normalzustand, dass wir jeden Tag eben unsere Abfallprodukte ausscheiden, entweder über den Darm, mittels Stuhlgang, über die Niere, als Urin, über den Atem, als Kohlendioxid und über die Haut, als Schweiß. Also hier haben wir unsere wichtigsten Ausscheidungsorgane und es geht um diesen Zellstoffwechsel auch, es geht um unsere Nahrungsaufnahme, um die Verstoffwechslung und letztendlich dann um die Ausscheidung des Abfalls. Und das Blut spielt natürlich da auch eine große Rolle, nämlich das Blut transportiert ja die Abfallstoffe, nicht nur die Nährstoffe, im Blut ist auch das Immunsystem, befindet sich auch das Immunsystem, das wir gestern besprochen haben.
Und wie gesagt, die Nährstoffe und die Abfallstoffe. Man kann das ja auch dann mit den Laborwerten feststellen. Also alles, was am Ende übrig bleibt, wird dann zu den Ausscheidungsorganen gebracht, was eben durch den Stoffwechsel dann übrig bleibt. Und eine Rolle spielt natürlich jetzt auch der pH-Wert des Blutes. Der sollte zwischen 7,35 und 7,45 sein, also leicht basisch sein. Und der Körper versucht, das immer im Gleichgewicht zu halten, denn die leichtesten Verschiebungen können schon Krankheiten bis hin zum Tod verursachen. Das ist auch sehr wichtig, vor allem also die Intensivmedizin beschäftigt sich hier damit besonders, wenn besondere Situationen sind und Krankheitszustände, dann muss man auf das ganz besonders achten und das ausgleichen. Und wenn jetzt natürlich zu viel Säuren vorhanden sind, dann kann das passieren, dass das Blut eben zu dickflüssig wird. Und das wollen wir eben auch noch etwas näher betrachten, wie sich eben die Ernährung auswirkt auf unser Blut. Und unser Blut kann, wie gesagt, so dick werden wie Ketchup. Ich habe das gestern auch schon erwähnt, dass eben bei den älteren Menschen, also es gibt fast niemanden, der nicht eine Blutverdünnung nimmt, weil das Blut zu dick ist und zu dickflüssig ist. Und woher kommt das? Warum haben ältere Menschen eben alle so ein dickflüssiges Blut? Was ja dann die Ursache von vielen dann Folgen sind, die auftreten dadurch, dass eben Krankheiten entstehen und wie auch plötzlicher Herzinfarkt oder eben auch Schlaganfall. Und es sind eigentlich die Säuren, die das Blut so dickflüssig machen und die aus diesem falschen Lebensstil kommen. Wir haben hier eben sehr viele Gifte und Säuren, schon einmal aus der Zigarette, aus der Schokolade, aus dem Essig. Also hier haben wir alles Säuren, die dann letztendlich auch das Blut dickflüssiger machen. Aber sie machen noch mehrere Sachen. Wir schauen jetzt auch hier noch an, was es für Säurebildner gibt, die also wirklich unseren Körper sehr großen Schaden zufügen. Das ist also auf jeden Fall einmal das Fleisch und auch der Fisch. Das sind alle sehr starke Säurebildner. Auch Süßwaren und Zucker, die eben dann Essigsäure entstehen lassen, dann die Softdrinks mit Phosphorsäure, dann Bohnenkaffee und Rotwein und Stress und Ärger, all das. Dadurch entstehen Säuren in unserem Körper und machen letztendlich dann eben auch unser Blut dickflüssiger. Und da sind wir schon jetzt bei unserem Blut. Die roten Blutkörperchen verklumpen nämlich. Und die roten Blutkörperchen bringen auch den Sauerstoff zum Gewebe und haben eine wichtige Funktion. Die sollen also ganz geschmeidig sein. Die können dann durch die kleinsten Kapillaren durchschlüpfen, wenn sie geschmeidig sind. Aber wenn sie verklebt sind, dann können sie das nicht mehr ausreichend. Und es kommt auch nicht genügend Sauerstoff zum Gewebe. Ja, und der Körper versucht jetzt einfach dieses Leben zu bewahren, er versucht es auszugleichen und zu neutralisieren. Und wichtig ist einfach, dass wir können etwas eben machen, dass wir durch unseren Lebensstil hier dieses Blut in einen besseren Zustand halten können und vor allem wir können das Säure-Basen-Gleichgewicht beeinflussen. Und wie gesagt, es geht auch um den Lebensschutz. Und was passiert, wenn jetzt die Ausscheidung begrenzt ist? Und da könnten wir jetzt sehr viele Symptome aufzählen. Ich habe jetzt nur ein paar hier erwähnt. Also man kann einmal Pickel und Akne bekommen, man kann Neurodermitis bekommen, Zahnplaques, Parodontose, Pilze, vor allem also auf einem Säurenmilieu gedeihen die Pilze ganz besonders, dann stärkere Hornhautentwicklung, offene Beine und dann vor allem auch Ödeme, Wasseransammlungen. Das alles fällt hier hinein, wie der Körper reagiert,
wenn die Ausscheidung begrenzt ist, kann es eben zu diesen Symptomen kommen. Und vor allem auch die Verpilzung ist eine Folge davon. Und darunter leiden also sehr viele Menschen unter Verpilzungen. Und dann geht es eben um die Neutralisierung. Wie geht jetzt der Körper vor sich, wenn eben so viele Säuren den Körper erreichen? Und wie macht das hier der Körper? Und wir schauen jetzt, wie er sich da zu helfen weiß. Ne? Das heißt also, die Säuren, die nicht ausgeschieden werden können, versucht der Körper jetzt zu neutralisieren und dann als Schlacke zu deponieren. Also hier haben wir jetzt wieder mal diesen Begriff Schlacke. Eben die Ausscheidung ist begrenzt. Und um eben diese Säuren zu neutralisieren, holt sich jetzt der Körper die Mineralien zum Neutralisieren aus dem Gewebe. Wenn das jetzt nicht genügend in der Nahrung vorhanden ist, dann holt er sich eben Magnesium, Calcium, holt er sich eben aus den Knochen, aus den Zähnen, ne? Und deshalb erleben wir dann eben auch diese Veränderungen, ja, dass eben die Knochen nicht mehr stabil sind und frühzeitig eben einfach brechen können und vor allem auch der Zahnverfall, der sehr, sehr früh schon beginnt. Und ja, wir könnten jetzt gleich einmal sagen, was ist jetzt eben so eine Schlacke? Eine Schlacke ist eben eine neutralisierte Säure unter Zuhilfenahme von Mineralien und der Körper lagert das dann alles ins Gewebe ein. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, das eben alles einzulagern. Und wie gesagt, man bezeichnet das auch als Lebensstoffraub, ne, wenn in dem Körper Mineralien geraubt werden. Also allein schon, wenn man die Haare betrachtet. Ne. Wenn jemand eben sich sehr schlecht ernährt über Jahrzehnte, dann merkt man das auch an den Haaren. Das heißt, sie werden sehr schütter. Und ich habe in einer Gegend gelebt, wo eben Wein hergestellt worden ist, also in einer Weingegend in der Südsteiermark. Und das war für mich sehr interessant zu beobachten. Ich habe auch einen Film gesehen über diese Menschen, wie die vor 50 Jahren ausgesehen haben, oder 60 Jahre. Ne? Da hat es keinen Übergewichtigen gegeben. Und jetzt, wenn man die Menschen anschaut, und ich bin da immer ein guter Beobachter, dann sieht man, dass sogar Frauen, weil die Frauen verlieren ja nicht so viele Haare, aber dass Frauen ganz, ganz schütteren Haarwuchs haben. Meistens übergewichtig sind, auch pappig, aufgeschwemmt, also das Gewebe ist aufgeschwemmt, sie sind übergewichtig und sie haben einen starken Haarverlust. Ja. Also ganz, ganz schütteres Haar, dass man wirklich schon fast eine Glatze sieht. Und das ist ja irgendwo erschreckend. Und so denke ich, dass viele Menschen einfach durch diese jahrzehntelangen Genuss von den Weißmehlprodukten, wo ja 80% der Mineralien fehlen, ne, vor allem im Naturreis hat man 80% Mineralstoffe, die ja dann im weißen Reis fehlen und auch in Weizen, im alles was im raffiniert ist, im Weißmehl, ne, in all diesen raffinierten Produkten fehlen diese Mineralien, ne, und der Körper bekommt nicht mehr genug. Er bekommt also sehr viel Säuren. Und jetzt müssen die neutralisiert werden und der Körper holt sich das jetzt aus dem Gewebe, aus den Depots. So, das ist dieser Vorgang, wo es eben zu diesem Lebensstoffraub kommt. Und jetzt, wo lagert er jetzt das ab, was er hier als Schlacke gebildet hat? Wir haben gesehen, dass eben der Körper nimmt jetzt da einfach mit den Mineralien, mit Fetten, mit Wasser, verbindet er das und dadurch bildet sich dann eben so eine Schlacke, die deponiert wird. Ne? Das heißt, wo geht das hin? Ne? Wo liefert er das hin? Da haben wir das Fettgewebe, das ist das Erste, eben, dass die Menschen dann übergewichtig werden und wir können also 30 Kilo Müll also in unseren Fettzellen, vor allem wenn man übergewichtig ist, mit sich herumschleppen. Also es geht in das Fettgewebe und du hast also das Übergewicht. Es geht dann auch in das Bindegewebe und wird dort eingelagert,
auch in Muskeln und Knorpeln, auch die Gefäßwände, wo wir dann eben die Plaques haben, wo wir dann eben auch die Arterienverkalkung haben, die Entwicklung in dieser Richtung, aber auch die Herzinfarkte, eben die Verengungen der Herzkranzgefäße und dann auch direkt in den Organen können sich im Schlacken ablagern und auch im Gehirn. Im Gehirn haben wir dann also die Alzheimer-Krankheit, dass sie auch eine Eiweißschlacke ist, die nicht ausgeschieden werden kann. Das ist ganz vereinfacht dargestellt. Aber das passiert heute. Und jeder fragt sich ja, warum gibt es diese ganzen Krankheiten? Warum passiert das? Und wir haben also hier diese Antwort. Und ich bin ja selbst eine Betroffene, dass ich mit 34 Jahren Rheuma erkrankt bin. Und habe dann also meine Erfahrungen gemacht über die vielen Jahre hinweg, wann eben ein Rheumaschub aufgetreten ist und was eben dem vorausgegangen ist. Aber sonst durch die Umstellung der Ernährung. Ich habe auch vor 40 Jahren schon eine Fastenwoche gemacht. Damals war über Entschlacken noch gar nicht viel die Rede. Da haben wir eigentlich nach Dr. Lützner dieses Fasten gemacht. Er war einer der wenigen, die da schon ein Buch darüber geschrieben haben, mit einem Plan. Und die haben meine erste Erfahrung damit gemacht. Und die war eigentlich wunderbar, diese Erfahrung. Aber natürlich, die rheumatischen Beschwerden sind nicht von heute auf morgen sofort weg gewesen. Aber durch diese Umstellung des Lebensstils ist eine sukzessive Besserung eingetreten. Also die Schübe waren immer dann geringer, immer weniger, bis ich dann also wirklich komplett schmerzfrei gewesen bin. Und nur mal ganz selten, also wenn ich halt irgendwo etwas esse, was mir schadet, dann kann passieren, dass ich am nächsten Tag einen Schub bekomme. Ja, und so habe ich gelernt, eben das auch ernst zu nehmen, weil einmal ist etwas mir passiert, das ist schon sehr lange her, wo ich einfach diese Schlackentheorie, jetzt hat sich mit der Zeit einfach so ergeben, dass sich das auch in mir verfestigt hat, dass ich gesagt habe, das ist eine Tatsache, ich erlebe das mit meinem eigenen Körper. Und da habe ich einmal so, ich denke, es waren keine sehr wertvollen Pralinen geschenkt bekommen. Es ist jetzt schon 25 Jahre her, wo ich diese Erfahrung gemacht habe und ich musste an diesem Tag also eine Putzarbeit machen mit meinem rechten Arm. Wir hatten eben eine Tofu-Produktion und das Eiweiß klebt dann immer so an diesen Behältern und das musst du mit so einem schwierigen Prozess dann reinigen und da brauchst du sehr viel Kraft und auch den rechten Arm. Und ich habe an diesem Tag irgendwo auch aus Frust habe ich ein paar Pralinen gegessen, die ich da geschenkt bekommen habe. Und habe schon gemerkt, so nach ein, zwei Stunden, wo ich also mit meinem rechten Arm so viel gearbeitet habe, dass hier Schmerzen beginnen im rechten Arm. Und die Nacht war dann eine Katastrophe. Ich hatte also eine Entzündung im rechten Arm, die war so gewaltig, dass es ohne Spritze gar nicht gegangen ist. Ich konnte meinen Arm nicht mehr bewegen. Und das habe ich mir gut gemerkt. Ne? Also hat man ganz klar gesehen, also da sind in meinem Körper, der das nicht gewohnt war, ne, der ist immer in einem sehr guten Säure-Basen-Haushalt gewesen, plötzlich die Übersäuerung gekommen, dann noch eben diese Arbeit mit der Muskulatur, ne, die ist da sehr stark durchblutet worden und jetzt sind also diese ganzen Säuren in den rechten Arm hineingegangen. Das war so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und dass mir das eigentlich bestätigt hat. Und ich habe es später auch mit den Gesundheitsgästen so erlebt und werde dann auch einiges darüber erzählen. Also Erfahrungen, die ich in dieser Arbeit auch gemacht habe mit Gesundheitsgästen. Und so können wir erleben, dass die Menschen ihre Gesundheit verlieren, auch ihre Schönheit verlieren, ne? Durch dieses Übergewicht. Das ist einmal das Erste, die Zellulitis und dann das Übergewicht, dann der Zahnverlust, der eintritt, dann diese Müdigkeit, chronische Müdigkeit, dann eine Immunschwäche, deshalb habe ich auch gesagt, Entschlacken hat auch etwas mit unserem Immunsystem zu tun und dann eben diese vielen Zivilisationskrankheiten und vor allem, was bei sehr vielen Menschen zu einem frühzeitigen Tod führt. Und hier dann ein paar dieser Ablagerungskrankheiten. Da haben wir als erstes die Gicht durch die Harnsäure, die eben zu einer Entzündung
des Großzehengrundgelenkes führen kann, mit sehr, sehr starken Schmerzen. Dann auch die Steinbildungen haben damit zu tun. Da war eine junge Frau bei mir in der Fastenwoche und die hat mir gesagt, also sie isst sehr viel Schokolade. Ne? Und so ungefähr eine Woche nach der Fastenwoche hat sie mich angerufen und gesagt, jetzt ist ein Stein abgegangen. Also die Fastenwoche war sehr effektiv. Ja. Also sie hatte schon Nierensteine, eine junge, ganz junge Frau. Aber sie hat wirklich sehr, sehr viel Schokolade gegessen. Dann die Arteriosklerose, ja, die sehr, sehr weit verbreitet ist. Ne. Und du merkst ja die Verkalkung der Gefäße erst dann, wenn ein Gefäß zugeht. Ne. Das merkst du jahrelang nicht und es gibt ja schon Untersuchungen, wo man sagen kann, es sind 19-Jährige, die schon Verkalkungen aufweisen oder Ablagerungen oder Plaques haben an den Herzkranzgefäßen auch. Ne. Und damit sind also die Operationssäle voll mit diesen Eingriffen, die dann notwendig werden, um diese Gefäße wieder frei zu machen. Eben wie gesagt, Rheuma ist ein Teil, davon bin ich betroffen gewesen. Dann auch Lipome und Entzündungen können eben auch daraus entstehen und vor allem auch Diabetes Typ 2 und auch die Myome und vor allem auch Ödeme. Ja, das sind jetzt ein paar dieser Ablagerungserkrankungen. Und auch Thrombosen können vielleicht da entstehen. Und eben weil das Blut dickflüssiger ist. Also der Körper versucht auch über den Weg der Entzündung die Schlacken loszuwerden. Also das ist auch eine Strategie des Körpers, wie es sich jetzt selber hilft. Wenn also die natürliche Ausscheidung nicht mehr funktioniert, wir haben ja gehört, also ein gesunder Mensch hat eine normale Ausscheidung, da gibt es eben keine Schlacken frei. Wenn er sich gesund ernährt, wenn er genügend Bewegung macht und so weiter, genügend trinkt und so weiter. Aber der Körper versucht jetzt, eben wie gesagt, auch über die Monatsblutung eine Ausscheidung herbeizuführen. Dann kann man natürlich Ausscheidungen über den Darm erreichen oder eine vermehrte Ausscheidung erreichen und vor allem auch, wenn man genügend trinkt. Das sind jetzt also, und wenn man sich genügend bewegt und tiefer atmet und auch sehr viel im Freien in der Natur ist, dann hat man auch eine bessere Sauerstoffaufnahme. Das heißt, also man atmet auch das Kohlendioxid dann verstärkt ab und das alles trägt eben dazu bei, dass man gesund bleibt, wenn diese Ausscheidungsmechanismen funktionieren. Also zusammenfassend können wir jetzt einfach sagen, ein falscher Lebensstil, der Körper versucht sich zu schützen, geht den Weg des Selbstschutzes, indem er neutralisiert, die Säuren neutralisiert, indem er dann sie irgendwo in Schubladen steckt sozusagen, er tut sie irgendwo deponieren und es kommt gleichzeitig zum Mineralstoffraub. Also das sind diese vier Punkte. Und jetzt versuchen wir einfach eine Lösung zu finden. Wie können wir jetzt vorgehen, dass wir im schlackenfrei sind und dass wir nicht in eine Verschlackung hineinkommen. Wie funktioniert Entschlackung? Und da möchte ich ein paar Zitate von Ellen White zeigen, dass mir sehr aus Spiritual Gifts sind diese Aussagen und auch aus Weg zur Gesundheit, was sie vor über 100 Jahren eine wirkliche Gesundheitspionierin, sie war also unserer Zeit weit voraus, was sie darüber gesagt hat. Und das hat mich schon, hat es auch bestätigt, ne, den Weg, den ich jetzt gegangen bin und mit dieser Theorie sozusagen. Und sie sagt, wenn die Schlacken des Körpers nicht ausgeschieden werden, nimmt das Blut sie wieder auf und lagert sie in den inneren Organen ab. Also das ist einmal ein Zitat. Und dann sagt sie, wenn diese Schlacken, also die Natur versucht nun, diese Schlacken loszuwerden, das heißt, die Natur sollte in ihrer Bemühung unterstützt werden, Unreinheiten zu entfernen und den ursprünglichen Zustand im Organismus wiederherzustellen. Also
Das sollte man, das ist ein wichtiges Prinzip, das sollte man unterstützen. Also die Natur unterstützen in der Bemühung, eben diese Unreinheiten zu entfernen. Also sie war mit dieser medizinischen Erkenntnis wirklich den Menschen weit voraus. Und dann schreibt sich, würden die Betroffenen selbst dann die Natur durch den Gebrauch reinen Wassers zu unterstützen suchen, könnte vielem Leid vorgebeugt werden. Also allein das Trinken von ausreichendem Wasser würde schon eine Besserung herbeiführen. Und dann sagt sie, viele versuchen jedoch nicht, die Schlacken des Körpers auf diese Weise auszuscheiden. Sie nehmen weiter Gifte auf, die den Zustand nur noch verschlimmern. Und jetzt können wir uns dreimal überlegen, was sind das für Gifte, die da ständig aufgenommen werden und dazukommen. Wenn man jetzt krank ist, dann nimmt man noch, statt dass man eben eine Ausscheidung herbeiführt und mehr trinkt, nimmt man noch irgendwelche Medikamente, die ja wiederum Nebenwirkungen haben und den Körper belasten. Und das sind eben diese Wege, die wenigen bekannt sind, dass wir hier eben in dieser Weise Maßnahmen durchführen können, sodass es zu einer Verbesserung kommt und nicht, dass es eben zu einer Verschlimmerung kommt. Ja, und wir schauen uns jetzt an, wie man vor sich geht, um eben solche Ablagerungen wieder loszuwerden. Also ich habe ja vor 30 Jahren schon Vorträge gehört von Ärzten, die in Gesundheitszentren gearbeitet haben. Und da war zum Beispiel eine Person 3 Wochen bei so einem New Start-Programm, und das war in Amerika, und hat eben eine Entschlackung eben durchgeführt. Und diese Person hatte dann einen Autounfall danach und ist gestorben. Und jetzt hat das jetzt sehr interessiert, wie waren die Gefäße, nachdem er diese 3-Wochen-Kur gemacht hat. Und da hat man festgestellt, weil man vorher gewusst hat, da waren so schwere Arterienverkalkungen vorhanden und vor allem auch Plaques, also sehr viele Plaques waren schon, Ablagerungen. Und dann hat man gesehen, und ich habe die Bilder gesehen, dass wirklich die Plaques zum größten Teil verschwunden waren. Und ich selber habe ich habe in der Neurologieklinik in Innsbruck gearbeitet, ich habe dort Nachtbereitschaftsdienst gehabt und konnte mich also auch mit meinen Patienten ein bisschen mehr beschäftigen, hatte ich mehr Zeit. Und da kam eines Abends eine so 40-jährige Frau vorbei, die die Befunde abholen wollte. Ja, und ich habe die herausgesucht, dann habe ich kurz hineingeschaut, dann bin ich momentan erschrocken, weil ich den Befund gesehen habe. Und dann habe ich sie gefragt, ja, was ist ihr Problem? Und dann hat sie gesagt, wenn ich über die Straße gehe, sie war so klein, war übergewichtig, hat auch geraucht, sie war Raucherin. Und wenn sie über die Straße geht und den Kopf dreht, weil sie eben schauen muss, ob ein Auto kommt, dann bricht sie zusammen. Oder auch wenn sie nach links geschaut hat, war das Gleiche. Wenn sie den Kopf gedreht hat, dann ist sie plötzlich zusammengebrochen. Und deshalb ist sie dann auch zur Untersuchung auf der Neurologieambulanz gewesen. Und für mich war jetzt das sehr interessant, weil ich gerade vorher bei einem Seminar in der Schweiz war, wo ich eben all diese Dinge gehört habe. Dass man eben auch sogar eben Plaques rückgängig machen kann oder auch Arterienverkalkung. Also das sind ja alles Ablagerungen. Und das Interessante war jetzt, dass ich dann irgendwie mich gedrungen gefühlt habe, dieser Frau zu helfen. Und ich habe gesagt, also ich habe jetzt gerade darüber gehört, dass es ein Programm gibt, ob sie bereit wäre, sowas zu machen. Dann hat sie gesagt, ja, sie hat kein Geld, sie hat keine Arbeit und sie kann sich das nicht leisten. Dann habe ich gesagt, ich zahle ihr das. Und so bin ich mit ihr in einen engeren Kontakt gekommen, habe ihr die Sachen besorgt, habe mit ihr dann einige Wochen gearbeitet, habe ihr das Programm gezeigt. Sie hat also, es war mit ein Bewegungsprogramm dabei, das sie mit Freude auch gemacht hat. Und wie gesagt, eine ganz fett, wirklich fast fettfreie Ernährung. Also ganz fettfrei gibt es ja nicht, aber wirklich frei von all diesen freien Fetten, die sie sonst in großen Mengen zu sich nehmen, diese Menschen, die meisten Menschen. Und vor allem, sie ist ja aus einem Milieu gekommen, wo man sich überhaupt keine Gedanken über seinen Körper gemacht hat.
Und es war dann interessant, weil ich ja an der Quelle saß und sie ist ja nach 2 Monaten wieder zur Untersuchung gekommen. Und es war Tatsache, es waren diese Ablagerungen. Auf einer Seite war die Karotte schon zu 80% zu und auf der gegenüberliegenden Seite um 60%. Und auf beiden Seiten sind diese Ablagerungen um 20% zurückgegangen. Und das war für mich auch eine Bestätigung. Ja, es gibt eben einen Weg, dass man wieder zu einer Ausscheidung kommt. Und das wollen wir jetzt eben anschauen. Da haben wir dieses Drei-Schritte-Programm, das heißt lösen, binden und dann eben auch ausscheiden. Das sind also diese 3 Schritte und wir schauen uns den ersten Schritt an. Wie können wir etwas herauslösen? Wie kann das passieren? Ja, also wichtig ist einmal schon die Flüssigkeit, also Wasser zu trinken oder frisch gepresste Säfte, dann auch Entschlackungstees und auch Wasseranwendungen, die eben auch hier eine Rolle spielen. Also es kommt dann alles heraus, was da eingelagert ist und auch durch Schwitzanwendungen, also kann man die Ausscheidung beschleunigen und Basenbäder kann man machen und vor allem die Durchblutung verbessern. Bäder sind also da ganz, ganz ideal, um eben diese Durchblutung zu verbessern, eine gute Blutzirkulation zu erreichen, aber auch durch Bewegung kann man das erreichen. Und der Körper, vor allem wenn man dann auch dabei fastet mit frisch gepressten Säften, also man bekommt einmal durch die frisch gepressten Säfte viele Antioxidantien, die auch Zellen reparieren, die eben gegen freie Radikale wirken. Und das ist einmal ein wichtiger Schritt dabei. Und dann auch Massagen lösen. Ja, da könnte ich auch wieder eine schöne Erfahrung erzählen, was das bestätigt hat, ne? Wie das mit den Schlacken ist. Normalerweise, wenn wir mit unseren Gesundheitsgästen entschlackt haben, dann haben wir immer Ganzmassagen gemacht. Ne? Und einmal haben wir das eben nicht gemacht, hat die Zeit nicht gereicht und da haben wir nur eine Rückenmassage gemacht. Und es war eine Frau, die wirklich sehr, sehr stark verschlackt war, die wirklich auch massive Beschwerden gehabt hat. Und am nächsten Tag hat sie gesagt, das ist ganz eigenartig, meine Arme sind so schwer. Das heißt, wenn man jetzt nur den Rücken massiert, massiert man womöglich alles in die Arme hinein. Dann gehen diese Schlacken dann in die Arme. Das, was sich herauslöst, hat sich dann eben in die Arme verlagert. Das war auch wieder für mich ein ganz, ganz klarer Hinweis, dass das wirklich so ist. Das ist eine Tatsache. Und vor allem, also was ganz wichtig ist, dass man beim Fasten auch aufpassen muss, ne? Weil es kann zum Fastengau kommen. Deshalb werde ich dann später zeigen, welche Wege man wählen kann bei jemandem, der sehr stark verschlackt ist, der sehr viele Beschwerden hat. Da kann man nicht einfach mit Fasten beginnen. Da muss man sehr vorsichtig beginnen, denn es kann zum Fastengau kommen. Es kann gerade aus den Fettzellen. In den Fettzellen, habe ich gesagt, sind 30 Kilo Müll bei Übergewichtigen eingelagert. Und das löst sich jetzt heraus, das kommt heraus. Und das kann jetzt auch einen Säureschub auslösen. Auf einmal ist das alles im Blut. Und man muss da sehr aufpassen, dass es hier nicht zu Problemen kommt. Denn Fasten intensiviert diesen Prozess auch des Lösens. Und wie gesagt, auch die Massagen sind da sehr wichtig. Dann, wie können wir eben jetzt diese Säuren binden, die hier jetzt frei werden? Alles, was hier frei wird, ist sehr gefährlich, dass das jetzt im Blut wieder zirkuliert und muss ja auch zu den Ausscheidungsorganen gebracht werden. Und deshalb soll man eben nur mit frisch gepressten Säften das machen. Also da kann man schon einiges abpuffern und dann eben auch Mineralien zuführen, weil eben sonst die Gefahr des Fastengaus ist. Man kann eben mit Magnesium, mit Calcium arbeiten, man kann Chlorella geben, man kann eben Gerstengrassaftpulver geben und eben frisch gepresste Säfte. Also das sind so die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir haben auch Weizengrassaft selber hergestellt und das verwendet. Ich bin immer sehr dafür, alles selbst herzustellen. Ja, und so kann man dann das verhindern, dass es eben zum Fastengau kommt. Der dritte Schritt ist jetzt das Abtransportieren. Also hier müssen wir schauen, das haben wir dann am Donnerstag auch ganz ausführlich, das Thema, wie jetzt diese 7
Ausscheidungskanäle aktiviert werden können. Das heißt, über die Haut kann man eben mit Bädern, mit Bürsten, mit Körperpflege arbeiten, beim Darm eben mit Darmreinigung, mit Glaubersalz, mit Einläufe oder Darmspülungen, dann bei der Niere eben durch genügend Trinken, vor allem Wasser und Tees, also hier helfen wieder die Tees, also beim Kräutertees, bei der Leber, indem man eben einfach den Körper zum Ruhen bringt und grüne Säfte auch gibt und den Leberwickel durchführt. Also gerade wenn man Leberwickel macht, kann man bis zu 40% die Aktivität, die Entgiftungsaktivität der Leber forcieren. Dann für das Blut, das wird gereinigt eben auch durch Wasser, durch Tees, durch eine basische Ernährung, durch Atemübungen und auch durch grüne Säfte. Dann die Lunge durch Atemübungen, durch Bewegung im Freien, vor allem dass eben das Kohlendioxid ist ja auch ein Endprodukt des Stoffwechsels, dass das abgeatmet werden kann. Und dann haben wir noch das Lymphsystem, das auch sehr wichtig ist, dass eben auch durch die Bewegung, dass das Lymphsystem da in Schwung kommt und die Ausscheidung in Schwung kommt, durch Massagen, durch Lymphdrainage und auch durch das Trampolin. Also hier kann man auch einiges erreichen. Das wäre eben der dritte Weg eben des Abtransportes. Und jetzt schauen wir uns die Entschlackungsarten an. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man den Körper zu einer Entschlackung bringen kann. Das heißt, Fasten mit frisch gepressten Säften ist ein Weg, dann die milde Ausleitung und das Basenfasten. Bei solchen, die eben stärker verschlackt sind, muss man eben vorsichtig vorgehen, da kann man dieses Basenfasten machen. Und dann gibt es auch diese milde Aufbaudiät, eine leichte Kost, die manche eben, bevor sie jetzt überhaupt mit Fasten beginnen, das vielleicht schon vorher eine Woche lang durchführen. Also niemals dürfte man also jetzt mit einem solchen Programm beginnen, indem man von einer normalen Kost dann plötzlich auf Null geht. Also das geht nicht, das könnte eine Katastrophe auslösen. Also wie gesagt, diesen Fastengau, einen plötzlichen Säureschub und Riesenprobleme eigentlich. Dann schaut man natürlich, dass die Ernährung im Säure-Basen-Gleichgewicht ist. Das haben wir immer, auch Unterricht gegeben unseren Gesundheitsgästen, dass sie das lernen auch, ihre Ernährung so zu achten, dass sie wirklich im Säure-Basen-Gleichgewicht ist. Und dann diesen Lebensstil haben wir gelernt, ja, das mit den 8 Heilmitteln. Und wie gesagt, Wasser, Ernährung, Ruhe, Bewegung, Licht, Luft und Vertrauen in Gott und eben ohne Drogen. Diesen Lebensstil, der ja auch nicht von heute auf morgen gelernt ist. Ne? Da braucht man ja auch eine Zeit dazu. Und wir haben also die vegane Ernährung den Menschen weitergegeben und auch gezeigt, wie man sich eben gesund vegan ernähren kann. Dann die Fastenkur ist eben ist das Intensivprogramm. Also schnell und intensiv geht dann die Reinigung vor sich, unserer Körpersäfte und überhaupt des Körpers. Es werden alle Schleusen geöffnet und es kommt zu einer sehr guten Ausscheidung. Und das kann man jetzt natürlich mit Kräutern unterstützen. Und da möchte ich jetzt einfach auch ein paar Kräuter zeigen, die ganz wichtig sind dazu. Das heißt, die Brennnessel spielt eine Rolle beim Entschlacken, die Birkenblätter sind da sehr wertvoll, Zinnkraut, Holunder, Goldrute, Wacholder und Liebstöckel. Das sind so die wichtigsten, die man beim Entschlacken einsetzen kann. Und weil ja auch das Thema heißt Entschlacken mit Kräutern, möchte ich auch diese Kräuter ein bisschen näher besprechen. Da wollen wir als erstes die Brennnessel anschauen, die ja sehr vielfältig verwendbar ist, ist eine sehr wichtige Heilpflanze. Sie hat eine harntreibende Wirkung, entwässernd, entzündungswidrig, antianämisch, dann antirheumatisch. Also sie hat sehr viel, die Brennnessel hat sehr viel Eisen, sodass sie wirklich auch dem Körper genügend Eisen zuführt und eben auch gegen Anämie wirkt, dann auch gegen Rheuma. Dann vor allem bei Frauen, die stillen, fördert es die Milchbildung. Also die Brennnessel hat wirklich gewaltige Eigenschaften. Und verwenden kann man eben sie auch wieder sehr vielfältig als Kraut in einem Tee, dann als Suppe,
dann als Spinat, das Smoothie, dann die Samen kann man rösten und auf ein Avocadobrot geben. Und dann kann man noch gegen den Haarausfall, kann man eben Wurzelsud verwenden und die Haare damit spülen. Und für eine Entschlackungs- und Frühjahrskur ist eben die Brennnessel, darf die Brennnessel einfach nicht fehlen, ist sehr, also sehr, sehr wertvoll. Sie regt auch die Verdauung und den Stoffwechsel an, bringt überschüssige Wasseransammlungen zur Ausscheidung, reinigt das Blut, wirkt alkalisierend, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn saure Stoffwechselrückstände werden eben ausgeschieden. Dann das zweite, die zweite Pflanze, oder es ist der Birkenbaum mit den Blättern. Diese Birkenblätter, wir machen dann meistens die Mischung mit Brennnessel, Birke und Zinnkraut. Also die Birkenblätter dürfen hier nicht fehlen. Die Birke selber wächst gerne an Waldrändern. Sie enthält, vor allem die Blätter enthalten viel Flavonoide, Tannine, Bitterstoffe und ätherische Öle. Dann die Wirkung ist eben wieder, wirkt bei Ödemen entwässernd, dann entgiftend, blutreinigend, verhindert Nierensteinbildung und ist beim prämenstruellen Symptom, also Syndrom, also PMS, wirkt es eben auch sehr, sehr intensiv, dass eben diese Symptome gemildert werden. Die Verwendung ist eben als Tee, aber auch als Pflanzensaft. Wenn man jetzt einen grünen Pflanzensaft macht, kann man eben auch Birkenblätter hineinmischen oder wie gesagt auch in die Smoothies oder auch Kompressen kann man anlegen. Also für eine Entschlackungskur und für so eine Frühjahrskur, da dürfen die Birkenblätter nicht fehlen. Das nächste ist eben das Zinnkraut. Das ist auch ein sehr wertvolles, ist ein Nierenkraut, ein Kraut zum Entwässern, wirkt auch blutreinigend, blutstillend, wundheilend und remineralisierend. Führt also dem Körper auch Mineralien zu. Aber Achtung, es gibt auch ein giftiges Zinnkraut, das Sumpfzinnkraut. Also aus einem sehr sumpfigen Gegenden wächst. Das schaut aber auch anders aus. Dann als Tee verwenden wir es als Kompresse oder eben auch als Frischsaft. Und beim Entschlacken tun wir es einsetzen. Entwässern bei Ödemen kann man sehr gut den Zinnkrauttee den Menschen geben und ihnen zeigen und eine gute Entwässerung herbeiführen. Oder eben bei Nasenblutungen kann man Tamponaden machen, dann stärkt eben das Zinnkraut auch das Gewebe. Man kann eben Kompressen machen und eben bei Hautveränderungen kann man Kompressen auflegen und auch bei einem schwachen Gewebe wird es gestärkt werden. Auch bei Osteoporose kann man Zinnkraut einsetzen und vor allem zur Stärkung der Knochen. Das wäre jetzt eben zum Zinnkraut. Und dann kommt noch die Holunderblüte. Die Holunderblüte ist ja auch noch etwas sehr Wertvolles, die eben auch einen guten Geschmack bringt für den Tee. Und ist eigentlich in fast jedem Bauerngarten vorhanden, so ein Holunderbaum oder so ein Holunderstrauch. Und ist eine ganz, ganz wichtige Heilpflanze. Hat eine schweißtreibende Wirkung. Man gibt es eben auch in die Erkältungsdemischung oder auch Bronchialdemischung hinein. Wirkt eben auch entwässernd, blutreinigend, entzündungshemmend und auch leicht abführend. Wir können es als Tee verwenden, als Abkochung, als Kompresse, zu Waschungen, für Mund- und Halsspülungen kann man eben auch Holunderblütentee verwenden. Der Einsatz ist eben bei Grippe, bei Erkältungen, bei Halsentzündungen, bei Bindehautentzündungen auch und bei Hautleiden. Also es gehört eben, wie gesagt, zur Entschlackung dazu. Es ist eine ganz wertvolle Entschlackungshilfe und kommt in diese Demischungen hinein. Das nächste wäre der Wacholder, die Wacholderbeere. Das sind so schwarze kleine Beeren, die auch eine sehr starke harntreibende Wirkung haben. Sie wirken auswurffördernd, also wirken auch auf die Bronchien, dann auch appetitanregend,
antiseptisch gegen Blähungen, menstruationsfördernd und auch magenstärkend. Also wir sehen, die haben unglaublich eine vielseitige Wirkung und diese Beeren kann man, wie gesagt, zerkleinern, als Tee dann zubereiten oder wir kauen sie, da gibt es eben so Kuren, die man macht, man fängt mit ein paar an und steigert das dann und dann geht man wieder rückwärts. Die Beeren haben auch ätherische Öle und man kann, beziehungsweise man kann das dann auch als ätherisches Öl verwenden und in die Massageöle hineinmischen, wo eben auch Wacholder sehr wertvoll ist für die Massage. Ja, der Einsatz ist eben bei Ödemen, bei Bronchitis und zum Entschlacken, dann eben den Tee beifügen und auch in die Kaliumbrühe, die auch ganz wichtig beim Entschlacken ist, dass man dann auch in die Kaliumbrühe diese Wacholderbeeren hineingibt. Und das nächste ist also auch ein ganz wertvolles Kraut, das ist auch fast in jedem Garten vorhanden, das ist der Liebstöckel. Und auch als Maggi-Kraut bekannt und wird in der Hauptsache also für Suppen verwendet. Und ich habe auch lange nicht gewusst, dass man das auch in Teemischungen hineingeben kann. Ich habe einmal jemand so einen Tee, eine Teemischung gemacht mit Liebstöckel, Salbei und mit Ringelblume. Und wenn man nicht zu viel nimmt vom Liebstöckel, gibt es einen ganz, ganz besonderen Geschmack. Also eine Geschmacksrichtung, die eher eben unbekannt ist, aber wirklich sehr angenehm ist. Und so kommt man dann, wenn man mit Kräutern arbeitet, auf alle möglichen Sachen eben drauf, was man machen kann, welche Mischungen eben auch gut schmecken. Und vor allem also eine sehr gute entwässernde Wirkung hat eben der Liebstöckel. Stark handreibend und auch ein gutes Magentonikum. Meistens bekannt eben durch als Maggi-Kraut in der Küche, als Gewürz. Und dann eben, wie gesagt, auch Entschlackungstees und auch in die Kaliumbrühe geben wir es hinein. Dann, man kann es eben auch pulverisieren, trocknen und pulverisieren. Es ist, wie gesagt, ein ganz wichtiges Entschlackungskraut. Ja, das wären jetzt die wichtigsten Kräuter gewesen, die wir eben beim Entschlacken einsetzen können. Solche Kräutermischungen einfach dann bereitstellen. Und jetzt schauen wir uns noch an, wie man das mit den frisch gepressten Säften machen können, welche Mischungen wir da machen können. Und hier haben wir eben den Obstsaft und wir haben Gemüsesäfte. Und ich möchte da jetzt vielleicht eine Kleinigkeit erzählen aus meiner Zeit, wo ich in einem Gesundheitszentrum als Gesundheitsgast selber war, wo es mir gesundheitlich noch sehr schlecht gegangen ist. Und die haben also auch mit mir dort so eine Entschlackung durchgeführt. Und ich habe mir gesagt, ich werde das nie mit jemandem so machen. Denn diese Säfte waren so ekelig. Da war Kraut drinnen, da war Knoblauch drinnen. Und das war so scharf, dass ich ja fast zum Brechen gekommen bin. Und ich habe mir damals wirklich vorgenommen, wenn ich mit Gesundheitsgästen arbeite, dann werde ich das nie machen, dass ich jemanden solche Säfte, wenn sie noch so gesund sind, werde ich das nie weitergeben. Und so habe ich eben sehr gerne auch diesen Ananas-Orange-Apfelsaft gemacht. Der schmeckt wirklich sehr lecker, macht man dann eben nur einmal. Und man muss natürlich aufpassen, weil ja doch mehr Zucker drinnen ist, mehr Fruchtzucker. Dass man, gerade wenn jemand Diabetes hat, dürfte man das nicht verwenden. Aber sonst einmal am Tag kann man so einen frisch gepressten Ananas-Orange-Apfelsaft machen oder Apfel-Kiwi-Orange. Man braucht dann schon einen speziellen Entsafter dazu. Dann kann man natürlich Orangen pressen. Dann gibt es einen reinen Karottensaft. Dann kann man Karotte, rote Rübe machen oder mit Tomate, Sellerie oder Gurke. Aber wie gesagt, am besten schmeckt wirklich die Karotte mit rote Rübe oder eben diese Fruchtsäfte, die frisch gepressten, also keine sterilisierten Säfte. Aber auch mit Kohlrabi und Karotte kann man es machen. Auch die, je nachdem, was er wie, hat jemand auch den, vom Geschmack her das dann auch möchte. Es ist nicht jedermanns Sache. Dann, hier habe ich mein Rezept dafür, das heißt 300 Gramm
Karotten, 150 Gramm rote Rübe oder man gibt nur 450 Gramm Karotten und presst das durch eine Saftpresse. Dann haben wir eben die grünen Säfte, die eben auch ganz wichtig sind. Warum sind die so wichtig? Sie enthalten eben sehr viel Chlorophyll und das Chlorophyll ist ein Blutreiniger und entgiftet auch und verbessert auch die Sauerstoffaufnahme. Und diese grünen Säfte kann ich eben aus dem Weizengras herstellen, aus Wildkräutern, aus Brennnessel, Petersilie, Spinat, Grünkohl, ich kann so Mischungen machen. Und vor allem im Frühjahr ist es dann immer ganz ideal, wenn alles herauskommt, dass die Natur uns alles gibt, was man so im Frühjahr dann schon findet. Jetzt fängt es ja langsam überall an, grün zu werden und vor allem nach dem nächsten Regen werden wir sehen, wie schnell jetzt eben dann die Pflanzen herauskommen. Also unser Schöpfer gibt uns im Frühjahr eben als erstes die grünen Sachen, damit wir wieder unser Blut aufbessern, damit wir unsere Gesundheit wieder verbessern. Denn über den Winter haben wir wenig frische Sachen, meistens eingelagert und es fehlen uns einfach diese frischen Kräuter und diese Stoffe, die in diesen Lebensmitteln drinnen sind. Ich werde jetzt den Weizengrassaft besprechen und zeigen, wie man ihn herstellt an Bildern. Es ist ganz wichtig, dass wir im Weizen, Gerste oder Dinkel, dass wir das einweichen über Nacht, diese Körner, und dann so 2 Tage keimen lassen und ein Blumenkistchen vorbereite mit Anzuchterde. Da streue ich dann diese gekeimten Körner oder breite sie aus, besprühe sie mit Wasser und gebe dann eine Folie drüber, eine Frischhaltefolie, und stelle sie dann zum Fensterbankerl und muss sie dann also jeden Tag 2-3 Mal besprühen. Und wenn es dann ein paar Zentimeter groß sind, also die Gräser, dann kann ich diese Folie entfernen und kann es dann mit normalem Wasser gießen, aber nicht zu viel gießen, damit die Erde nicht schimmeln anfängt. Und bei 9 Zentimeter könnte man dann das Weizengras ernten, also mit der Schere abschneiden. Man kann es dann noch einmal nachwachsen lassen und auch ein zweites Mal ernten. Und wenn ich jetzt so 250 Gramm von diesem Weizengras abgeschnitten habe und es so in kleine Stücke schneide, gebe ich es in einen Mixer hinein mit 1/2 Liter Wasser, mit 1/2 Zitrone, mit einem kleinen Stückchen Ingwer und mixe das dann 1 Minute kräftig durch, bis es wirklich ein schöner grüner Saft ist, den ich dann durchsiebe. Und dann habe ich eben dieses grüne Wasser zum Reinigen des Blutes, was man eben beim Entschlacken auch verwendet, und mit wertvollen Nährstoffen auch versehen sind diese Weizengräser oder Gerstengräser oder auch Dinkelgräser, und kann das eben so in diesen Kuren eben auch einsetzen. Wenn ich allerdings dieses Weizengras mit der Weizengrasquetsche entsafte sozusagen, dann ist es eine höhere Konzentration und da müsste es mit Wasser verdünnt werden. Da nimmt man so 2 bis 3 Teelöffel auf ungefähr 150 bis 200 Milliliter Wasser. Da kann man dann eben noch ein bisschen Zitrone dazugeben und das dann auch so verwenden. Das wäre also jetzt der Weizengrassaft oder überhaupt eben dieser Grassaft, der so wertvoll ist, der auch bei AIDS-Kranken und auch bei Krebs eingesetzt wird. Gibt es eigene Broschüren darüber. Dann wollen wir den Wildkräuter-Smoothie betrachten, der ja auch zum Entschlacken verwendet werden kann. Man nimmt also 2 Handvoll Kräuter, jetzt im Frühjahr natürlich ganz aktuell, wenn man hinausgeht. Und vor allem der April ist ja dann schon diese wertvolle Zeit, wo wir diese Kräuter finden. Das heißt, da kommt der Giersch heraus, da ist die Brennnessel schon da, der Löwenzahn kommt heraus, finde auch schon wahrscheinlich Vogelmiere im Garten und auch das Labkraut.
Jedenfalls kann ich all diese Kräuter, auch die Schafgarbe kommt schon heraus und auch der Spitzwegerich, von all denen kann ich etwas nehmen und zwei Handvoll, ein bisschen kleinschneiden, in einen Mixer hineingeben, in einen starken Mixer, dann eben ein Viertel Liter Wasser. Und ich habe jetzt hier ein Rezept für Sie, das mir persönlich sehr gut schmeckt, aber das kann jeder variieren, wie er möchte. Also da ist jetzt eine halbe Mango dabei, ein kleiner Apfel, eine kleine Banane und der Saft einer halben Zitrone. Und da kann ich garantieren, das ist eine Köstlichkeit. Also da kann man fast nicht mehr loslassen sozusagen, so gut schmeckt das. Und das wird eben cremig gemixt und wenn man es jetzt dünnflüssiger haben will, nimmt man mehr Wasser dazu und kann es dann trinken oder man isst es eben mit weniger Wasser und als Brei, dass man es mit einem Löffel isst. Das wäre also der Wildkräuter-Smoothie, der eben sehr zu empfehlen ist. Normalerweise sagt man, man soll ja Obst und Gemüse nicht mischen, aber hier ist es so, dass diese Kräuter, wenn sie so zerkleinert sind, also nicht kollidieren in der Verdauung. Also hier kann man das mit den grünen Kräutern sehr wohl machen. Dann haben wir eben in der milden Entschlackung die Basensuppen. Hier kann man, wie gesagt, eine Entschlackung durchführen, eine Woche lang oder sogar zwei Wochen lang mit Basensuppen und dazu eben auch dann die Basenbäder machen, dann eben auch Basenpulver verwenden oder auch Heilerde und Entschlackungstees. Also das wäre hier, später erkläre ich dann noch die Rezepte. Ich habe dann eben noch eine ganze Liste mit den Rezepten, auch für Basensuppen, wie man so eine Entschlackung zu Hause selber durchführen könnte, was eben nicht zu dem Fastengau dann führt, weil eben der Körper hier wertvolle Stoffe bekommt und vor allem im basischen Bereich, sodass eben der Körper auch entsäuert wird. Dann haben wir die milde Ausleitungsdiät. Hier könnten wir das sogar monatelang machen, in dieser Art und Weise. Also mit einer ganz leichten Kost, überwiegend aus Gemüse und etwas Getreide, vor allem also für ältere Menschen, die sehr, sehr verschlackt sind und schon Gesundheitsprobleme haben. Also das empfehlen alle Fastenärzte, dass man bei älteren Menschen mit vielen Beschwerden nicht sofort mit dem Fasten beginnt, sondern wie gesagt eben mit der milden Ausleitungsdiät und die wir ja dann auch nach dem Fasten einsetzen, aber für Menschen eben mit Gesundheitsproblemen, ist es besser, man fängt mit dieser leichten Ernährung an, im Säure-Basen-Gleichgewicht. Sie soll vollwertig sein und man gibt eben dann Entschlackungstees dazu, auch das Basenpulver oder eben diese Lehm innerlich und kann dann eben verschiedene Wasseranwendungen auch machen, die ich dann jetzt anschließend auch noch zeigen werde. Dann gibt es einfach verschiedene Rezepte dazu. Da möchte ich eben auf meine Broschüren hinweisen, wo ich eben sehr viele dieser Rezepte drinnen habe, vor allem die Broschüre, die leichte Sommerküche. Da habe ich in der Hauptsache eben Gemüsegerichte. Also Hirse-Risotto ist hier auch, gehört zu diesen leichten Menüs dazu. Und dann ein Gemüseteller mit Brokkoli, Kartoffeln oder Tofu. Dann Buchweizen mit Gemüse, Kartoffelauflauf mit Fisolen oder Hokkaido. Und Hirse-Karottenauflauf, das wären jetzt also nur ein paar genannt, die man da einsetzen kann für so eine, für ein Basenfasten, vor allem also im Säure-Basen-Gleichgewicht. Und jetzt schauen wir uns noch die Entschlackungshilfen an. Hier habe ich einfach einige Rezepte auch dabei. Und hier geht es eben darum, durch Wasseranwendungen diese Entschlackung zu unterstützen, entweder dass man eben zum Schwitzen kommt oder die Haut reinigt. Hier haben wir eben das Bild auch von der Salzabreibung, da stellt man sich in ein Wasserschaffel hinein oder auch in der Badewanne kann man es machen und reibt den Körper mit einem nicht zu groben Salz, reibt man die Haut ganz stark ein, bis sie rosa wird und spült es dann wieder mit Wasser ab. Das ist also eine sehr gute Möglichkeit, die Haut zu reinigen, aber man darf das nicht bei Hauterkrankungen und bei Verletzungen, weil das ja dann brennt, das Salz, darf man es nicht verwenden. Also man kann Wickel machen, lokale Bäder, dann Kompressen, wie gesagt auch die Massage
und vor allem Schwitzanwendungen sind sehr wertvoll. Da gibt es natürlich, das Gängigste ist die Sauna, aber man kann auch Dampfbäder machen, wo der Kopf heraus ist, die nur bis zum Hals geschlossen sind. Da gibt es so eigene Dampfkabinen, die auch für zu Hause geeignet sind. Und man kann dann den Kopf kühlen, was ja in der Sauna nicht so gut möglich ist. Und deshalb sind eben solche Dampfkabinen eben ganz ideal auch zum Ausscheiden von Schweiß, ne, dass man als Schwitzeranwendung einsetzt. Ja. Also das sind diese Maßnahmen und vor allem auch Ganzbäder sind ganz ideal. Und da kann man ja auch eben Kräuter hineingeben, das will ich jetzt zeigen mit den Schafgarben. Bad dann, also hier haben wir den Schafgarbenwickel, das ist der Leberwickel, da mache ich einen Aufguss mit einem Esslöffel Schafgarbe, so 250 Milliliter kochend heißes Wasser übergießen, dann 10 Minuten ziehen lassen und dann kann ich das eben abseihen und ein Tuch in diesen Schafgarbentee eintauchen und ausringen und auf die Leber auflegen. Also auf der rechten Seite ist die Leber. Hier gebe ich also dieses Tuch mit dem Schafgarbenaufguss auf die Leber, lege ich auf die Leber, gebe ein Gummituch drüber, ein Stück Gummituch drüber, dann eben ein Handtuch und dann kann ich auch noch den ganzen Oberkörper einwickeln und zum Schluss eben ein Thermophor drüber geben. Und so kann man 1 bis 2 Stunden diesen Wickel einwirken lassen und das Erstaunliche ist, dass eben durch das Ruhen und auch durch diesen Wickel die Leber um 40% besser arbeitet und das ist schon erstaunlich. Deshalb, wir machen eigentlich bei jeder Entschlackungskur oder Fastenkur machen wir eben diesen Leberwickel und der ist wirklich eine sehr gute Maßnahme. Beim Schafgarbenbad ist es so, dass wir da eine größere Menge hernimmt von der Schafgarbe und so einen Aufguss macht und dann in die Badewanne im Abseit und dann in die Badewanne hineingießt. Dann kann man auch ein Massageöl selber herstellen. Da kann ich entweder Mandelöl nehmen oder Olivenöl. Dann gebe ich eben 3 Tropfen ätherisches Wacholderöl dazu, das eben auch eine sehr gute Wirkung hat aufs Gewebe. Und dann, je nachdem, ob ich eben eine beruhigende Wirkung haben möchte, kann ich eben ätherisches Lavendelöl nehmen oder wenn ich eine belebende Wirkung haben möchte, dann kann ich das ätherische Orangenöl dazugeben, eben ein paar Tropfen für dieses Öl. Dann gibt es noch die Kräuterstrümpfe, die man auch einsetzen kann beim Entschlacken. Ist auch eine sehr wertvolle Maßnahme. Hier mache ich wieder einen Aufguss mit 1 Esslöffel Schafgarbe, 250 Milliliter kochend heißes Wasser übergießen, 10 Minuten ziehen lassen, dann abseihen und dann diesen Baumwollstrumpf eintauchen, ausringen und anziehen und dann eben einen Wollstrumpf darüber. Und so kann ich auch 2 Stunden damit liegen. Kann natürlich auch Basenpulver hernehmen dazu, aber ich möchte ja speziell jetzt auch zeigen, was man mit Kräuter machen kann. Das wären also Maßnahmen, die man zusätzlich eben beim Entschlacken durchführen kann. Und eine dauerhafte Entschlackung ist einfach ein neuer Lebensstil. Wie wir schon am Montag besprochen haben mit den 8 Heilmitteln. Und wichtig ist zu lernen, eben eine Ernährung im Säure-Basen-Gleichgewicht, um dauerhaft schlackenfrei zu bleiben, gesund. Wichtig ist, eben gesund und glücklich zu leben. Eben zu dieser milden Entschlackung, das wäre jetzt das ganze Programm, was man eben hier durchführt, was man hier macht. Also hier haben wir, habe ich jetzt erklärt, eben die milde Aufbaudiät, dann eben entweder mit Basensuppen, dann verwendet man eben Basenpulver oder eben den Lehm innerlich, dann Basenbäder, was ich schon gezeigt habe, dann kann man Haut bürsten. Das ist auch sehr wertvoll, um eben die Durchblutung der Haut zu verbessern und die Reinigung herbeizuführen, die Ausscheidung über die Haut. Dann eben die Entschlackungstees, die eben auch zu einer Entgiftung führen und die auch zu einer Ausscheidung führen und die Darmreinigung. Ne? Der kommt natürlich auch ein ganz großes Augenmerk zu. Die Massage ist dann auch dabei, dann Atemübungen
und vor allem Bewegung im Freien. So würde jetzt also das ganze Programm aussehen. Und jetzt habe ich noch für Sie die Rezepte. Hier haben wir das Rezept, die Basensuppe. Dazu verwende ich eine Kartoffel, dann eine kleine Zwiebel und 2 Handvoll Kräuter. Die kann ich jetzt ganz individuell hernehmen. Ich kann jetzt, wenn die Bärlauchzeit ist, in den Bärlauch nehmen. Wenn Basilikumzeit ist, kann ich das Basilikum nehmen, das sehr stark vorschmeckt. Da nimmt man natürlich nicht so viel. Ich kann eine Basensuppe sogar aus Rucola machen, schmeckt wunderbar. Und dann kann ich Wildkräuter nehmen, kann den Giersch nehmen, Brennnessel, Gundelrebe und das eben zuerst, also die Kartoffel mit der Zwiebel aufkochen in 1/4 Liter Wasser und ganz zum Schluss gebe ich dann die Kräuter dazu, aber ganz knapp vorm Mixen, sodass sie nur ganz leicht blanchiert sind, gebe also Suppenwürze dazu oder etwas Salz und mix das dann in einem starken Mixer zu einer Creme. Und das sind also ganz, ganz wertvolle Suppen, die eben die Inhaltsstoffe, die basisch sind und diese Inhaltsstoffe der Kräuter haben. Und damit könnte man, wie ich schon gesagt habe, 1 bis 2 Wochen sogar so eine Entschlackung durchführen, nur mit diesen Suppen. Jetzt habe ich dann das Rezept vom Entschlackungstee. Da kann ich jetzt den Liebstöckel nehmen, einen halben Teil, da nehme ich nicht so viel, weil der Liebstöckel ja ziemlich vorschmeckt. Dann 1 Teil Brennnessel, 1 Teil Zinnkraut und 1 Teil Birkenblätter. Das mische ich, also diese Kräuter mische ich in einer Schüssel und zerreibe sie mit der Hand, sodass sie alle ein bisschen kleiner werden. Nimm davon einen Esslöffel und übergieße das mit 250 Milliliter kochend heißem Wasser. Und lass das eben 5 Minuten ziehen, sei es dann ab und dann kann man 3-mal täglich eben so eine Tasse trinken. Das wäre eben der Entschlackungstee. Dann jetzt zur Darmreinigung. Hier empfehle ich immer das Glauber- und Bittersalz, dass man wirklich von oben her gereinigt ist. Man kann natürlich dann auch mit Einläufen weiterarbeiten, aber Glaubersalz und Bittersalz sollte man nicht jeden Tag nehmen, weil es eben auch die Schleimhäute reizen kann. Wir machen das als einmalige Gabe eben am Anfang der Entschlackung mit 1 Esslöffel Glaubersalz, 1 Esslöffel Bittersalz in 250 Milliliter warmem Wasser auflösen und dann eben den Saft einer halben oder einer ganzen Grapefruit dazugeben und das eben am Morgen dann trinken und dann bitte in der Nähe einer Toilette bleiben, weil das kann natürlich dann ganz eine massive Darmentleerung bringen. Also das wäre eben auch bei der Entschlackung dabei. Und zum Schluss habe ich dann noch ein paar wertvolle Ratschläge, dass man Streit vermeiden soll. Wir haben ja gehört, dass der auch Säure bildet, vor allem Stress auch. Stress vermeiden, dann negative Gedanken vermeiden. Das ist also ganz wichtig, dass man auch diese Entschlackungstage in einer sehr angenehmen Atmosphäre verbringt. Dann meine weitere Empfehlung ist einfach zu schauen, dass man in der Balance bleibt, dass man auch in dieser Zeit der Entschlackung die Ruhe und Stille sucht, auch zu einem guten Schlaf kommt, einfach wirklich einmal abschalten kann, dass man Distanz eben zu allen Sorgen und Nöten bekommt, sich aber auch eine gute, angenehme Gesellschaft aussucht und vor allem eine positive Denkungsart auch pflegt, dass man innerlich zufrieden bleibt, das trägt alles zur Gesundung bei, dann eben Freude zu erleben, lachen und glücklich sein und ja, einfach in allen Dingen mäßig zu bleiben. Das möchte ich also jedem, der seine Entschlackung durchführen möchte, empfehlen, dass er das also besonders beherzigt und ich möchte wiederum mit einem Bibeltext abschließen und der uns auch einiges zu sagen hat, heil dir, du Land, dessen Fürsten zur rechten Zeit essen zur Stärkung und nicht aus Genusssucht. Wir haben ja gehört, dass heute eben so viele Menschen durch diese veränderten Lebensgewohnheiten, durch die veränderte Nahrung einfach nur mehr zu Genussessern geworden sind und ja, der Körper eigentlich dadurch eher schwach wird und nicht in dieser Freudigkeit und Stärke
sozusagen sein kann, wie es richtig wäre. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir hier dazu lernen. Viele sind das gar nicht anders gewohnt, ne, als das, wie sie aufgewachsen sind, wie sie es von zu Hause aus gesehen haben und kennen nichts anderes. Aber die Menschen früher haben anders gelebt. Die haben alle nur ihren eigenen Garten gehabt. Ne. Der Bauer war damals praktisch wirklich ein König, der hat alle Lebensmittel hergestellt. Und heute ist das ein sehr vernachlässigter Zweig, die Landwirtschaft. Ne. Und dann möchte ich eben auch noch zu unseren Regierenden etwas sagen. Hier geht es um die Fürsten in diesem Bibeltext. Die sollten eben zur rechten Zeit essen, zur Stärkung und nicht zur Genusssucht, denn sie sollen ja das Land weise regieren und Menschen, die also nur für den Genuss leben und womöglich auch viel Alkohol trinken, kann ich mir nicht gut vorstellen, dass die gute Entscheidungen für unser Land treffen. Ja, und damit möchte ich abschließen und mit diesem Teil aus der Serie Gesund werden, gesund bleiben und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.